Ja, Digitalisierung in Unternehmen, das werde ich ziemlich oft gefragt, weil Digitalisierung ist ja eine Riesenklammer. Ja, was bedeutet denn das? Digitalisierung kann heißen, dass es um meinen Social Media Auftritt geht. Digitalisierung kann bedeuten, dass es um meinen Website Auftritt geht. Digitalisierung kann bedeuten, dass es um die Digitalisierung, Elektrifizierung meiner Prozesse geht, ja, Stichwort EDI, Electronic Data Interchange, sodass meine Kunden elektronisch online bestellen können. Aber auch heutzutage geht es ja viel um das Thema KI, künstliche Intelligenz und ChatGPT. Das ist alles Digitalisierung. Naja, man muss sich fragen, was will ich denn erreichen mit dem Digitalisieren? Man muss zunächst einmal unterscheiden zwischen Prozessen und zwischen Kommunikation. Ja? Also Digitalisierung finde ich immer dann hilfreich, wenn sie den Menschen entlastet, indem sie Prozesse einfacher und schneller macht, speziell monotone, sich wiederholende Prozesse, und wenn sie Ablaufprozesse einfach sicherer macht mit dem Hinblick auf Fehlerreduktion. Ja, das ist toll. Wenn man allerdings, und das passiert in unserer Gesellschaft ja leider sehr oft, man in das andere Extrem fällt und alles digitalisiert, was geht, dann ist es falsch. Man darf nicht alles digitalisieren, was man digitalisieren kann. Ja, zum Beispiel schon mal überhaupt nicht die Kundenkommunikation. Ich bin seit meinem ganzen Leben, seit meinem 16. Lebensjahr, wo ich meine Lehre begonnen habe, bei der Sparkasse in Speyer. So. Und warum bin ich bei der Sparkasse in Speyer? Da gibt es einen ganz einfachen Grund. Wenn ich heute irgendwas will, dann rufe ich meine Kundenbetreuerin an, die Frau Schumann, und die kenne ich und ich habe deren Durchwahl. Und da habe ich direkt am anderen Apparat einen richtigen Menschen, der entweder gleich dran geht und sich auskennt oder mich zurückruft und der auch meine Nummer hat. So, das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das habe nicht nur ich, sondern das haben alle Kunden bei der Sparkasse. Und das finde ich wesentlich charmanter und ist wesentlich kundenorientierter, als wenn ich in irgendeinem Callcenter lande, wo gerade mal jemand dran sitzt, der die Kompetenz hat, ein mitteleuropäisches Handy zu bedienen, aber ansonsten weder die Autorität hat noch die Fachkenntnis, mir wirklich zu helfen. Und noch schlimmer finde ich eigentlich nur, wenn ich gezwungen bin, mit irgendeinem künstlichen Bot oder einer künstlichen Intelligenz zu kommunizieren. Da fühle ich mich unwohl, da fühle ich mich als Mensch nicht ernst genommen. Die Dinger können nicht das, was ich erwarte. Und das ist einfach falsch, weil es jedem Kunden das Gefühl gibt, du bist mir, deinem Lieferanten, der zwar gerne dein Geld nimmt und dir die Ware dafür verkauft, aber nicht wichtig genug, dass ich dir einen richtigen menschlichen Betreuer zur Seite stelle, sondern ich delegiere dich an irgendeinen Automaten, der das macht. Kann man machen, und ist halt scheiße. Ja? Weil dann gehen die Kunden dahin, wo sie noch vom richtigen Menschen bedient werden. Ja, das darf man aber so nicht sehen, ja. Bleiben wir mal bei diesem ChatGPT. Ja, was kann das, was kann es nicht? Also so eine künstliche Intelligenz, die kann sehr wohl benutzt werden, wenn ich auf der Recherche bin, wenn ich Informationen suche. Dann kann ich dem Ding eine Frage stellen. Das Ding greift auf das Netz und die Informationsquellen zu, sammelt die, bereitet die auf. Was kann aber künstliche Intelligenz nicht? Zumindest noch nicht. Sie kann weder Beziehungen pflegen, indem sie charmant, humorvoll, menschlich ist. Sie kann mir keine persönlichen Fragen stellen, mit mir Smalltalk machen, auf das eingehen, was mich vielleicht gerade bewegt. Sie kann nicht kreativ sein, sie kann nicht vernetzt denken. Ja? Künstliche Intelligenz per heute ist einfach nur eine
ein System, das bestehende Informationen abruft, sie nur teilweise überprüft, zusammenführt und dann widerspiegelt. Und genau das ist ja auch das große Problem. Noch muss man ja wirklich alle von der KI gelieferten Informationen überprüfen auf Echtheit, ja, der Falschinformation, ob gewollt oder ungewollt, ob böswillig oder nicht, ist da Tür und Tor geöffnet. Deswegen muss man eigentlich ganz einfach sehr sorgfältig überlegen, was man erreichen will. Ja, Digitalisierung, logisch, da kommt keiner dran vorbei, weil es spart Zeit, es spart Geld. Dadurch, dass die Prozesse schneller werden, wird es immer kundenfreundlicher. Aber man darf jetzt nicht in den typisch deutschen Fehler verfallen, plötzlich, weil irgendwas gehypt ist, da alles reinzuschiften, was irgendwie geht, und die Kunden und Lieferanten zwangs zu beglücken, indem die nachher nicht mit mir mehr kommunizieren können, sondern bloß noch mit irgendeinem beknackten Roboter reden müssen. Mal ehrlich, das will keiner gern, sie doch auch nicht. Ja. Ja, gern. Ja. Mein Name ist Uwe Rembohr. Ich bin Interim Executive und Sie bleiben so richtig gut, wie Sie sind.